Mahlzeit, Knochen wieder hier. Heute fahre ich die Bogue, Rang 5, Flugzeugträger bei den Amerikanern. Ich habe es leider nicht genau geguckt. Was heißt genau geguckt? Ich habe gar nicht nachgeguckt, wann das Teil in Dienst gestellt wurde. Aber ich glaube, es war irgendwann in den 30ern. Ich schreibe das nochmal in die Beschreibung. Ich schreibe das in die Beschreibung. Das klingt gut. Also gut bis dämlich, je nachdem. Mein Gegner, also mein Kontrahent, Flugzeugträger technisch, ist auch eine Bogue. So, jetzt ist es bei der Bogue so, dass man am Anfang unmodifiziert ein Jagdgeschwader hat und ein Torpedobombergeschwader. Und wenn man modifiziert, denn man will ja mindestens drei Geschwader haben, muss man aussuchen, ob man eins nimmt mit zwei Jägern und ein Marinebombergeschwader oder ein Torpedogeschwader und zwei Marinebomber. Ich habe das mit den zwei Marinebombern genommen, weil ich mir überlegt habe, was mache ich denn, wenn jetzt mein Gegner keine Flugzeuge mehr hat und keine Flugzeuge mehr in der Luft sind. Ja, da fliege ich ständig mit einem Geschwader, was auch Schiffe angreifen kann durch die Gegend. Fand ich eigentlich irgendwie blöd, ehrlich gesagt. Natürlich ist der Nachteil, wenn mein Kontrahent jetzt genau diese Geschwader hat, dann, also zwei Geschwader, zwei Jagdgeschwader und nur ein Torpedobombergeschwader, nicht Torpedobomber, Marinebomber. Dann bin ich natürlich blöd dran, weil ich mich nicht verteidigen kann in der Luft. Obwohl sie relativ gut sind. Also sie schießen auch schon mit dem Heckschützen Flugzeuge ab, gegnerische. Aber trotzdem bin ich eigentlich im Nachteil. Es sei denn, mein Gegner hat dieselbe Modifikation. Dann bin ich natürlich besser dran. Jetzt sehe ich natürlich nicht, was er für eine Modifikation hat. Ich weiß nicht, ob er B- oder C-Typ hat da. Also weiß ich nicht, wie viele Jagdgeschwader er hat. Mit einem könnte ich noch ungefähr klarkommen, weil sich ein Jagdgeschwader natürlich nur auf eins meiner Geschwader konzentriert. Aber wie gesagt, dazu kann ich jetzt leider nicht mehr allzu viel sagen. Weil, ja, so ist das jedenfalls. Ich fahre maximal 16,5 Knoten, ich komme aber selten bis dorthin. So, und jetzt ist es so, ich warte eigentlich jetzt, ich könnte meine Flugzeuge schon in die Luft schicken, das könnte ich schon machen. Aber eigentlich warte ich drauf, was der Gegner hier. Ja, ich sehe das Schiff, aber. Also das nächste. Ich sehe ja nicht, wo mein Gegner jetzt ist. Ehrlich gesagt, will ich drauf warten. Ich will wirklich drauf warten, bevor ich irgendwas losschicke. Ich schicke sie zwar schon mal raus, aber ich schicke sie noch nicht los. Ich will drauf warten. Ich muss sehen, wie viele Jagdflugzeuge er hat. Wie viele Geschwader. So. Da wurde schon einer von uns platt gemacht. Das ist blöd. Vielleicht sollte ich auch eher hier rüber gehen. Hier sind nicht so viele. Okay, ich wag's einfach, weil sonst dauert das hier alles ein bisschen lange. Passiert hier gar nichts mehr. Ich werde mit voller Fahrt mich dorthin begeben, werde dann unten in der linken Ecke kreisen und hoffen, dass das klar geht. So, mal gucken, ob ich schaffe, da vielleicht noch ein paar Treffer raufzuknallen. Vom Gegner sehe ich erstmal gar nichts. Aber das kann sich natürlich gleich ändern. Kann gleich ganz anders aussehen. Gut, der ist weg, den hat mir platt gemacht. Und jetzt sehe ich auch den Gegner. Wird mir das größere Schiff hier aufsuchen. Ich sehe nur zwei Gesch. Nee, da ist das dritte. Okay, gut. Jetzt weiß ich Bescheid, dass er auch keine Jagdflugzeuge hat. Also schicke ich all mein Zeug einfach so ganz gemütlich raus. Knallt ihm zwei Reihen ein. Okay. Und jetzt muss da. Scheiße, das war nicht so clever. Ja, fahr mal ruhig ein paar rein da. Wupp, zack, tscham und tratapums. Zwei Brände verursacht. Wieso hat's geruckelt? War das? Aber er hat den Brand gelöscht, wie es scheint. Oh ne, ein bisschen Schaden kriegt er noch, aber nicht viel. Der wird auch nicht abbrennen, weil die Torpedos werden vor ihm reinknallen. Jupp, das war's. Trotz allem, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein gegnerischer Bogue ist, dabei ist und ich sehe, der hat genau dieselbe Modifikation wie ich. Weil dann kannst du locker alles durch die Gegend schicken. Natürlich nicht in große Cluster hier von
gegnerischen Schiffen, weil die Flak so stark ist, die wird dir auf jeden Fall Flugzeuge wegrammen und abschießen. Der Typ ist hier leider auch. Den sollte ich lieber weghauen. Humpa Susi. Okay. Humpa Susi ist weg und er ist jetzt auch weg, aber ich weiß ja, wo er war. Ich muss also zusehen, dass hier auch meine Boote wieder hingehen. Meine Boote. Ich gehe mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit zurück. Meine Flugzeuge sich auch dorthin bewegen. Eigentlich ist es unsinnig mit dem. Was heißt unsinnig? Also die Chancen sind eher relativ niedrig, mit einem Torpedobomber hier hinzufahren, hinzufliegen. Ich sehe mal. Ja, ist ja Luftfahrt. Ist ja auch Fahren. Solange der nicht gespottet wird. Gruppe 3, bereit. Gruppe 2, bereit. Der muss auf jeden Fall raus. Man muss, sollte halt zusehen, dass auf jeden Fall. Ist der weg? Nee, der kann nicht weg sein. Irgendwas anderes wurde da vernichtet. Sollte der weg sein, kann ich ja immer noch schnell nach links rüberziehen. Die Schiffe dort angreifen. Ich hoffe ja, dass die gegnerische Burg bald aufgedeckt wird. Ich dreh mal ein bisschen hier. Geht mal schön hin dort. Na gut, so eine große Gefahr wäre jetzt nicht Smirt, das heißt auch tot oder so. Irgendwie sowas. Er wird sich jetzt allerdings nicht mehr dort aufhalten. Ich gehe davon aus, er wird eher hier jetzt in dem Bereich sein. Oh, da wird's voll. Irgendwo muss er hier rumgammeln. Okay. Gruppe 3, greifen Gegner an. Hat sich eingenebelt. Und wird auch gleich weg sein. Komm raus, Mann. Halt mich hier rüber. Ich lasse ihn da jetzt kreisen, der muss ja eh wieder auftauchen. Offensichtlich hat er seine Flak ausgestellt. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 2, greifen Gegner an. So. Gruppe 2, knappe Sache, aber trotz allem hat sich geklappt. Ich werde also jetzt versuchen, diesen meerengen Bereich da zu säubern. Der Typ lebt auch noch. Ach du Scheiße. Vielleicht doch lieber erstmal da nach oben. Ich sollte wieder abdrehen hier erstmal. Nee, warte. Die Geschwindigkeit reduzieren. Wenn der Typ noch zu sehen ist, er sieht mich zwar auch, aber trotz allem. Gruppe 3 in der Luft. Wer capt da? Ich kann mich schon fast vorstellen, wer da capt. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Was hat er denn jetzt für Sorgen? Ne? Chill mal, Alter. Da haben wir ihn. Ich sollte Gas geben. Der ist weg. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Dann lieber hier vorne. Bleib mal lieber hier vorne. Mach den Kram hier fertig. Noch scheint er mich nicht entdeckt zu haben.
Ich habe die Basis verteidigt. Das ist gut. Ja! Du bist clever, Junge. Wollte die ganze Zeit durchgeguckt, ich verstehe das nicht. Gruppe 4, nähern uns Ziel. Gruppe 4, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 4 zerstört. Gruppe 4 zerstört. Gruppe 2 sind unter Beschuss. Was ist denn für krasse Abfangjäger? Jetzt mal echt. Gruppe 2, nähern uns Ziel. Recke! Das ist aber recht heftig, muss ich ehrlich mal sagen. Komm, einer geht rein. Echte. Echt. Scheiße. Wie soll ich hier rauskommen? Wie soll ich hier rauskommen? Ich komme hier nicht raus. Lebendig meine ich. Das ist einfach mal scheiße. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Oh Gott, mach das bloß fertig hier. Oh, das ist scheiße. Gruppe 4, startklar. Gruppe 3, greifen Gegner an. Gruppe 2, bereit. Und alle versemmelt, du Spast, Mann. Gruppe 4, in der Luft. So. Kann ich mir eigentlich sparen, aber ja. Bin ich wohl entdeckt. Hab ich ein Glück, weil. Was ist. Ist ja klar, was machen sie? Alter, was hat der für krasse Flak? Was ist hier. Ist ja nicht normal. Oh Gott, dieses Team. Naja. Jetzt wird man hier so nordafrikanisch, Nordafrican Style wird man hier erstmal fertig gemacht jetzt. Problem gelöst zum Schiff. Okay. Manövrieren nicht möglich. Feueralarm. Wird er dann erstmal gewesen sein? Ich lasse mich dann erstmal gemütlich zerschießen. Ja, eigentlich könnte ich auch rausgehen. Ich kriege ja den noch, aber ich denke nicht. Mit zwei verschissenen Torpedos machen. Fuck off! Okay, wir wollen noch eine Runde. Scheiß der Hund drauf, echt jetzt. So, jetzt haben wir hier drei Suihos mit im Gefecht. Einer natürlich bei uns, ist klar. Und zwei gegnerische. Das Blöde ist, die haben natürlich ein Abfangjäger-Schwadron je. Das heißt, eins mehr als wir haben, wenn er denn hier sein Zeug vernünftig... wir sind wieder auf derselben Karte hier. Ist das überhaupt dieselbe Karte? Ich glaube schon. Keine Ahnung, ich sehe gar nicht mehr durch. So viele Karten gibt es ja hier auch nicht. Beziehungsweise habe ich noch nicht so viele gesehen. Also, ich werde versuchen, in der Nähe von meinem Kollegen zu bleiben, ganz einfach. Wieder eine bessere Verteidigungsmöglichkeit haben. Heißt natürlich auch, dass wir. We have a group. Wie viel finden? So, also zu meinem Kollegen. Quarkbällchen. Da sieht man auch schon die ersten Jäger. Das erste Jägerschwadron. Es sind ja die Jäger am Schwadron. Mein Kollege schickt noch gar nichts raus. Aber er hat Jäger, das weiß ich. Ich beobachte die auch oft, um zu sehen, ob sie irgendwie abgeschossen werden. Wenn es nur halb so viele sind, ja, jetzt entdeckt er hier alles. Alles schön spotten, genau, so sieht's aus.
ist jetzt ernsthaft AFK. Das wäre ja scheiße. Gut, ich schicke mein Zeug mal schon mal in die Luft. Blöd ist natürlich so lange noch nichts. Der ist noch nicht AFK. Wenn er mir den jetzt abfängt, könnte ich wenigstens. Oh shit. So, ich muss mein Zeug rausschicken. Den Kreuz habe ich schon mal drehen. Oh Mann, wie sie den einkesseln. Position, eine strategischen Ziels. Oh shit, Bro. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Das ist echt schon heftig. Gruppe 2 sind unter Beschuss. Ich werde mich auf jeden Fall hier wieder verzwiebeln. Ich hoffe, der fährt rein oder brennt zumindest ab, aber na, zwei Brände könnten ihn natürlich platt machen, ne? Aber er dreht tierisch ab. Tierisch ab. Gut, der Kollege hier ist so nah, dass ich davon ausgehe, dass meine Leute ihn einfach abschießen. Wäre schon mal ganz gut. So, wie sieht denn das Jagdschwadron hier aus? Oh, das hat auch noch voll. Dachte ich mir schon. Sowas dachte ich mir. Ihr wird doch voll dagegen gefahren sein. Unser Team hat die Führung übernommen. Krempel mal rausschicken hier. Gut am Fire Support hier. Ja, schon klar. Deswegen ist es ganz gut, wenn man. Das ist nämlich diese Situation, die ich meinte. Zusammen hat man natürlich mehr Feuerkraft. Aber ist natürlich auch ein besseres Ziel für die anderen. So, die Marinebomber machen das automatisch. Wurde gut geschossen, das ist nicht schlecht. Gruppe 2, behalte derzeitigen Kurs bei. Ja, der schießt ja gar nichts von den. Oh. Okay. Kann sein, dass ich gespottet wurde. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Shit. Oh. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Eigentlich ist er ziemlich blöd. Und da kommt der andere. Echt jetzt? Da kommt jetzt der andere. Aber schickt jetzt erst einen Abfangjäger raus. Und die verfehlen volle Granate. Wie scheiße. Das ist Merde. Das ist Merde. Ganz Zeit jetzt für euch. Und ich hoffe, er verreckt. Gruppe
Boom, boom, boom. Den Brand hat er gelöscht. Das, den Wassereinbruch dürfte jetzt eigentlich nicht löschen. Jetzt bewegt er sich auch mal. Ich werde weiter mein Zeug dahin schicken. Was schreibt der da? Ich verstehe das nicht. Gut, ich bin ja kein Franzose. Ungefähr hierhin. Aber er wird den Wassereinbruch repariert haben. So mache ich das auch manchmal, dass ich... Ja, komm her hier. Ich will dich abschießen. Okay, ist mir scheißegal. Wenn er so doof ist und der Meinung ist, er muss da die bis zum Ende verfolgen, dann soll er es machen. Irgendwo hier oben werden die rumgucken. Gruppe 3 sind unter Beschuss. What the fuck? Und mich wird's dahin raffen. Der Kollege ist ja auch schon weg. Problem gelöst. Ja, vielleicht schaffe ich den Flugzeugträger noch. Das ist natürlich scheiße jetzt. Torpedos auf Steuerbord. Oh ja, tolle Wurst. Torpedos Achterhaus. Torpedos Achterhaus. Zwei kommt schon gar nicht mehr durch. Scheiße, Alter. Tolle Wurst. Ich versuche mich jetzt mal hinter den anderen hier zu begeben. Das ist eine Scheiße. Der hat das alles überlebt. Das regt mich, glaube ich, am meisten auf. Die ganze Zeit hier beömmelt, das nervt voll. Steuer gegen Steuer gegen Steuer gegen. Das war's gewesen. So viel zu Bogue. Und jetzt kommen noch Torpedos von hinten. Natürlich. Achso, ein paar in die Fresse muss ich auch noch kriegen, stimmt. Ja, das wollte ich mir hier lange überleben. Jetzt ist der Brand gelöscht, aber ein Treffer und mir fliegt alles davon. Oh, jetzt muss ich auch noch abdrehen hier. Jesus Motherfucker! Eigentlich absolut null Skill. Nur dumm rumgeballert. Gut, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und viel Spaß noch beim Zocken. Bis dann. Ciao, ciao.